Dobar dan, dobrodošli u novu video lekciju. U prošlom videoklipu pročitala sam 100 najnovijih rečenica na nemačkom i sada nastavljamo dalje. Neki sam izbrisala, tako da ovdje piše 95, ali to je bio prošli put 100 rečenica, a ta rečenica je glasila Habe meinen Schirm im Hotel vergessen. Zaboravio sam kišobran u hotelu. I habe meinen Schirm im Hotel vergessen. Tako da sada nastavljamo dalje. Entschuldigung. Ich habe Ihren Namen vergessen. Izvinite, zaboravio sam vaše ime. Entschuldigung, ich habe Ihren Namen vergessen. Ich habe Ihren Namen vergessen. I ovdje je bilo ich habe meinen Schirm vergessen, dakle u pitanju akuzativ muški rod. Pa je zato ne. Das ist gegen jede Vernunft. To je protiv svake zdrave pameti, inteligencije, razuma. Das ist gegen jede Vernunft. Die Vernunft. Das ist gegen jede Vernunft. Man kann gut mit ihr reden. Sie ist sehr vernünftig. To je sada pridev od imenice Vernunft. Vernunft, pridev je vernünftig. Sa umlautom i označava nekog koji ima dosta zdravog razuma, koji zdravo rasuđuje, donosi dobre odluke. Sie ist sehr vernünftig. Vernünftig. Dakle, die Vernunft i pridev vernünftig. Man kann gut mit ihm reden. Sa njim, mit ihm reden. Er ist sehr vernünftig. Vernünftig. Razuman. Rečenica 99 ovdje jeste Am telefon konnte ich ihn nicht richtig verstehen. Nisam mogao dobro da ga razumem preko telefona. Am telefon konnte ich ihn nicht richtig verstehen. Konnte, mogao sam, preterit glagola können, konnte ich ihn nicht. Njega nisam mogao richtig verstehen. Ich konnte ihn nicht richtig verstehen. Ich verstehe nicht, warum sie das macht. Ja ne razumem zašto ona to radi. Ich verstehe nicht, warum sie das macht. Ich kann das nicht verstehen. Ich verstehe nicht, warum sie das macht. Još jedna rečenica sa verstehen jeste verstehst du diesen Satz. Razumeš li ti ovu rečenicu? Diesen Satz. Dakle, akuzativ muški rod, verstehst du diesen Satz? Er versteht etwas vom Kochen. On se razume malo o kuvanje. Er versteht etwas vom Kochen. Ich verstehe nichts vom Kochen, aber er versteht etwas vom Kochen. Idemo dalje. 103. rečenica, sad više nije verstehen, nego je vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass das klappt. Ich kann mir vorstellen. Ja to mogu da zamislim. Mogu da zamislim da se to uklapa, da to funkcioniše. Ich kann mir vorstellen, dass das klappt. Ili ich kann mir nicht vorstellen, dass das klappt. Dakle, sich vorstellen, zamisliti nešto. Samo vorstellen, predstaviti se, a sich vorstellen, nešto zamisliti. Ich kann mir vorstellen, dass das klappt. Diese Frage begreife ich nicht. Dakle, imali smo ich kann mir nicht vorstellen, a sada imamo glagol begreifen, begreifen, shvatiti, razumeti, zamisliti. Dakle, slično kao sich vorstellen, tako i begreifen. Diese Frage begreife ich nicht. Ja ovo pitanje ne razumem. Ich verstehe diese Frage nicht. Diese Frage begreife ich nicht. Možemo da pitamo begreifst du diese Frage? Nein, diese Frage begreife ich nicht. Jetzt kann ich begreifen,
Warum er keine Lust hatte. E sada mogu da razumem zašto on nije imao volju da uradi nešto. Jetzt kann ich begreifen, warum er keine Lust hatte. Dakle, die Lust haben, imati volju, želju za nečim. Er hatte keine Lust, on nije imao volje, niti želje. Und jetzt kann ich das begreifen. A ja sada to mogu da razumem. Jetzt kann ich das begreifen, kann ich das verstehen. Ich kann das mir vorstellen. Mogu da zamislim. Dakle, rečenica broj 106. Erzähl nicht so dumme Witze. Ne priče tako glupe viceve. Glagol erzählen, ispričati. Erzähl ili erzähle nicht so dumme Witze. Nachts schwimmen gehen. Was für ein verrückter Einfall. Dakle, nachts schwimmen gehen. Ići na plivanje uveče. Was für ein verrückter Einfall. Einfall. Luda ideja. Dakle, imamo glagol einfallen. Einfallen. U smislu pasti na pamet. A ovdje imamo kao imenicu. Der Einfall. Dakle, kako ti to može samo pasti na pamet. Was für ein verrückter Einfall. Kakva luda zamisao. Nachts schwimmen gehen. Was für ein verrückter Einfall. Ich glaube, er hat seinen Fehler jetzt eingesehen. Ich glaube, ja, mislim, ja, verujem, er hat seinen Fehler jetzt eingesehen. Dakle, verujem da je on svoje greške, da je svoje grešaka do sada postao svestan. Dakle, shvatiti, einsehen, glagol, einsehen, slično kao begreifen, rekli smo begreifen, rekli smo einsehen, rekli smo također i sich vorstellen, begreifen, verstehen, einsehen. Ich glaube, er hat seinen Fehler jetzt eingesehen, mislim da je do sada već uvideo i shvatio svoju grešku. Bevor jemand die Situation erfasste, brannte das ganze Haus. Još jedan glagol, erfassen, kao verstehen, razumeti. Dakle, imali smo ovdje einsehen, imali smo begreifen, sad imamo erfassen. Pre nego što iko mogao da shvati situaciju, kuća je izgorela. Bevor jemand die Situation erfasste, dakle, erfassen, brannte das ganze Haus. Die Geschichte hat sie erfunden. Die Geschichte hat sie erfunden. Glagol erfinden, dakle, izmisliti, napraviti. Die Geschichte hat sie erfunden, dakle, tu je priču ona izmislila. Wer hat die Geschichte erfunden? Sie hat die Geschichte erfunden. Dakle, glagol erfinden. Erfinden. Diese technische Lösung habe ich selbst erfunden. Ovo tehničko rješenje sam sam izmislio. Diese technische Lösung habe ich selbst erfunden. Die Erfindung war gut, aber kein Industriebetrieb hatte daran Interesse. Dakle, taj izum, Erfindung, od glagola erfinden, Erfindung je bio dobar, izum je bio dobar, ali nijedna, da kažemo, industrija se nije za njega zainteresovala. Kein Industriebetrieb hatte daran Interesse. Niko nije imao interes za taj Erfindung, die Erfindung. Obwohl die Erfindung gut war, iako je izum bio dobar.
Es wurden neue Erkenntnisse über die Ursache der Krankheit gewonnen. Dakle, ovdje imamo wurden i gewonnen. U pitanju je pasiv. Dakle, dobijeni su, pobeđeni su. Neue Erkenntnisse, nova znanja, über die Ursache, u vezi sa uzrokom bolesti. Es wurden neue Erkenntnisse über die Ursache der Krankheit gewonnen. Dakle, došlo je do nekih novih znanja u pitanju sa razlogom te bolesti. Dakle, kada je u pitanju razlog bolesti? Znači, über die Ursache, Ursache je razlog, die Krankheit je bolest, ovdje imamo genitivu, der Krankheit. Znači, Ursache der Krankheit, uzrok bolesti. Es wurden neue Erkenntnisse über die Ursache der Krankheit gewonnen. Bevor wir anfangen, müssen wir einen gescheiten Plan machen. Gescheit, pametan. Pametan. Bevor wir anfangen, nego što počnemo, müssen wir einen gescheiten Plan machen. Moramo da napravimo jedan pametan plan. Dakle, gescheit. Klug, inteligent, gescheit. Einen gescheiten Plan, jedan pametan plan machen. Sie arbeitet sehr geschickt. Geschickt. Kad je neko geschickt, onda je sposoban, pametan, geschickt. Sie arbeitet sehr geschickt, veoma je sposobno radila. Sie ist sprachlich sehr gewandt. Sie ist sprachlich sehr gewandt. Dakle, gewandt, znači opet sposobna vešta. U ovom slučaju možemo da kažemo fließend, kao fluentna je u jeziku. Sie ist sprachlich sehr gewandt. Dakle, imamo pridev geschickt koji treba da naučimo. Gewandt. Gescheit. Dakle, sve u smislu snalažljiv, pametan, spretan, sposoban. Idemo dalje, 117. Hast du eine Idee, was wir ihr schenken können? Imaš li ideju što možemo da joj poklonimo? Hast du eine Idee, was wir ihr njoj schenken können? Schenken, pokloniti. Hast du eine Idee, was wir ihr schenken können? Den Architekten fehlt manchmal ein bisschen praktische Fantasie. Znači, arhitektama ponekad nedostaje malo praktičnosti u svemu tome što rade. Znači, nekad napravi nešto što se izgleda lepo, ne baš praktično. Den Architekten fehlt manchmal ein bisschen praktische Fantasie. Und dann ist 119. Hast du dir überlegt, ob du das Angebot annimmst? Da li si porazmisli o tome, da li ćeš tu ponudu da prihvatiš? Dakle, glagol je annehmen, prihvatiti. Hast du dir überlegt, ili nachdenken, überlegen, ob du das Angebot annimmst. Ich habe mir überlegt und zum Beispiel ich werde das Angebot annehmen. Prihvatit ću tu ponudu. Ich werde das Angebot annehmen oder nein, ich werde das Angebot nicht annehmen. Sljedeća rečenica 120. Er ist ein verrückter Junge, aber ich mag ihn. On je luđak, totalno lud, ali meni se dopada. Er ist ein verrückter Junge, dakle jedan ludi mladić, dečak. Aber ich mag ihn, ali meni se sviđa, ich mag ihn.
Ich habe noch keine Vorstellung, wie man das Problem lösen könnte. Nemam predstavu kako bi se taj problem mogao rešiti. Ich habe noch keine Vorstellung. Dakle, predstavu wie man das Problem lösen könnte. Dieser Lärm macht mich wahnsinnig. Znači, ova buka me izluđuje. Dieser Lärm macht mich wahnsinnig. Wahnsinnig. Dieser Lärm macht mich wahnsinnig. Wahnsinnig, dakle, ludim me čini. Das war eine weise Entscheidung. To je bila mudra odluka. Das war eine weise Entscheidung. Entscheiden, odlučiti, die Entscheidung. Odluka. Das war eine weise Entscheidung. Bitte benimm dich anständig. Molim te, ponašaj se. Anständig znači odgovorno. U stvari ne odgovorno, nego pristojno. Pristojno. Bitte benimm dich anständig. Molim te, ponašaj se pristojno. Obwohl sie reich sind, leben sie sehr bescheiden. Iako su bogati, žive veoma skromno. Bescheiden, skroman. Obwohl sie reich sind, leben sie sehr bescheiden. Dakle, bescheiden je skroman, anständig, pristojan, s poštovanjem, anständig. Obwohl sie reich sind, leben sie sehr bescheiden, bescheiden. Sei vorsichtig, er hat einen schlechten Charakter. Budi, pažljiv, on ima loš karakter. Sei vorsichtig, er hat einen schlechten Charakter. Vorsichtig, vorsichtig, pažljiv. Sei vorsichtig. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, Ihr Kind ist sehr krank. Kažem vam to iskreno. Ehrlich, iskreno. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, Ihr Kind ist sehr krank. Vaše dete je bolesno. Er ist ein fleißiger Arbeiter, fleißig, vredan. Kakav je radnik? Vredan radnik. Ein fleißiger Arbeiter. Er ist ein fleißiger Arbeiter. Herr Kurz kommt gleich. Bitte, haben Sie etwas Geduld. Gospodin Kurz će brzo doći. Molim vas, imajte malo Geduld, strpljenja. Herr Kurz kommt gleich. Bitte, haben Sie etwas Geduld. Haben Sie etwas Geduld? Sie wartete geduldig auf die nächste Straßenbahn. Strpljivo je čakala na sljedeći tramvaj. Sie wartete geduldig. Nije bila ungeduldig, nestrpljiva, nego je bila geduldig, strpljiva. Und sie wartete geduldig auf die nächste Straßenbahn. Warten auf, čekati na nešto. Sie ist eine gerechte Lehrerin. Ona je fair učiteljica. Sie ist eine gerechte Lehrerin. Gerechte, gerecht tačnije. Fair nije da voli nekog više, nekog manje, nego je ispravna, fair. Sie ist eine gerechte Lehrerin. Sie ist nett und freundlich. I pritom je i ljubazna i druželjubiva, prijateljski nastrojena, freundlich, nett, fina, ljubazna, nett. Sie ist nett und freundlich. Unser Nachbarn ist sehr neugierig. Naš komšija je baš curious, znatiželjan, neugierig. Unser Nachbarn ist sehr neugierig. Neugierig znači hoće sve da zna pa špionira. Unser Nachbarn ist sehr neugierig. Sie leben sehr sparsam und sind bescheiden. Sie sind bescheiden, to smo rekli, skromni su. Und sie leben sparsam i žive skromno. Štede. Sie leben sparsam und sie sind bescheiden. Sie ist eine ziemlich strenge Chefin. Prilično je stroga šefica. Sie ist
Eine ziemlich strenge Chefin. Sie ist zuverlässig und immer pünktlich. Ona je zuverlässig, znači neko na koga možeš da se osloniš, lojalna je. I uvijek je tačna. Sie ist immer pünktlich und sie ist zuverlässig. Sie ist faul, sie ist dumm, sie ist unfreundlich. Dakle, faul, lenja je, dum, glupa je, unfreundlich, neljubazna, nedruželjubiva. Znači, faul, dum und unfreundlich. Hat sie denn gar keine guten Eigenschaften? Eigenschaft, Charakteristika, Eigenschaft. Dakle, hat sie denn gar keine guten Eigenschaften? Pa zar nema nijednu dobru karakteristiku, osobinu, Eigenschaft, kvalitet. Sie ist faul, sie ist dumm und sie ist unfreundlich. Hat sie denn gar keine guten Eigenschaften? Qualitäte, gute Eigenschaft, neki dobar kvalitet, Eigenschaft. Das gibt es nur in deiner Einbildung. Das gibt es. Dakle, toga ima nur in deiner Einbildung. U Einbildung, die Einbildung znači neka fikcija, nešto što ti sam, fantazija, nešto što ti sam u svojoj glavi napraviš. Dakle, toga ima samo u tvojoj glavi, u tvojoj mašti. Das gibt es nur in deiner Einbildung. Einbildung, Fantasie, Fiktion, Einbildung. Sie ist eingebildet und auch noch dumm. Da glaube ich dumm. I eingebildet. Sie ist eingebildet. Eingebildet, hoće da kaže da je arrogantna. Dakle, umišlja nešto o sebi što nije, kao što smo govorili imali Einbildung, neka fantazija, mašta, a eingebildet kao pridev, znači arogantan, neko ko je sam sebi dovoljan, umišljen. Ona je eingebildet i još je i dum, i glupa. Sie ist eingebildet und auch dumm. Du bist in letzter Zeit so ernst, hast du Probleme? U poslednje vrijeme si ernst. Ozbiljan, imaš i nekih problema. Du bist in letzter Zeit so ernst. Hast du probleme? Warum bist du so ernst? Wenn sie nicht faul wären, wenn du nicht so faul wärst, wenn du nicht so faul wärst, könntest du mehr Geld verdienen. Kada ne bi bio tako lenj, mogu bi da zaradiš više para. Dakle, na kondicionalna rečenica, kada ne bi bio, wäre, konjuktiv, wenn du nicht so faul wärst, ich wäre du wärst, könntest du mehr Geld verdienen. Mogao bi da zaradiš više para. Aber du bist faul, ali si lenj, und du verdienst nicht, i ništa ne zarađuješ. Oder du verdienst wenig, zarađuješ malo. Sie hat zum Geburtstag ein Auto bekommen. Ihre Eltern sind sehr großzügig. Großzügig, darežljiv. Großzügig. Dakle, njeni roditelji su großzügig. Zašto? Zato što je ona dobila auto za rođendan. Sie hat zum Geburtstag ein Auto bekommen. Ihre Eltern sind sehr großzügig. Sie sind großzügig und sie hat zum Geburtstag ein Auto bekommen. Er ist ein humorvoller Mensch. On je duhovit čovjek. Er ist ein humorvoller Mensch. Znači, humorvoll je pridev i plus nastavak er zbog der Mensch. Ein humorvoller Mensch. Morgens hat sie immer schlechte Laune. Ujutru je uvek loše raspoložena. Kao ja. Morgens habe ich immer schlechte Laune und morgens hat sie auch immer schlechte Laune.
Ich finde, dass du sehr leichtsinnig fährst. Dakle, voziš. Kako voziš? Leichtsinnig. Dakle, nisi vorsichtig, nisi pažljiv, je tako? Nego voziš. Ich finde, dass du sehr leichtsinnig fährst. Mislim da ti voziš nepažljivo. Ich finde, dass du sehr leichtsinnig fährst. Nisi vorsichtig. Leichtsinnig fährst. Sie hat dem Chef ihre Meinung gesagt. Sie hat wirklich Mut. Ona je dem Chef, šefu, ihre Meinung, svoje mišljenje gesagt. Rekla. Zaista ima hrabrost, Mut, hrabrost. Dakle, sie hat ihm ihre Meinung gesagt. Sie hat dem Chef ihre Meinung gesagt. Und ich denke, dass sie wirklich Mut hat. Mislim da je hrabra, zato što ima hrabrosti. Sie hat wirklich Mut. Dieser Lärm hier macht mich ganz nervös. Ova buka ovde me čini nervoznim. Was macht dich nervös? Dieser Lärm hier macht mich ganz nervös. Warum willst du das wissen? Deine Neugier ist wirklich schlimm. Zašto ti želiš to da znaš? Šta smo rekli da je neugierig? Komšija je bio neugierig, on je što hoće sve da zna. A die Neugier je znatiželja. Deine Neugier ist wirklich schlimm, loše je što imaš toliko, što si toliko znatiželjen. Warum willst du das wissen? Deine Neugier ist wirklich schlimm. Sei nicht so neugierig. Nemoj da budeš toliko znatiželjen. Petras Büro ist immer aufgeräumt. Sie ist sehr ordentlich. Dakle, njena kancelarija je uvek sređena, aufgeräumt, zato što je ona ordentlich. Ona je uredna. Sie ist sehr ordentlich und njena kancelarija, ihr Büro, ist immer aufgeräumt. Hat dein Bruder immer noch keine Freundin? Nein, er ist sehr schüchtern. Da li tvoj brat ima, još uvek nema devojku? Ne, veoma je schüchtern, stidljiv. Er ist sehr schüchtern.